Leute, ich habe gleich einen Auftritt bei ZDF, Ein Herz für Kinder, die Spendengala. Und jetzt mache ich meine letzte Probe zu dem Lied Wurzeln sind Kriege da. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit. Sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen? Sag mir mal, warum sie laden die Gewehre und drücken sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt. Warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen? Oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen? Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Frist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch